Jans und herzlich willkommen zurück zu Angry Food. Weiter geht's mit Level 12. Langsam ist es echt schwierig. Experimentelle Forschung. Schließe das Level ab, schließe das Level nur mit den Tritten ab. Schieße dann Level mit folgenden Schuhen ab, Sellenfresser. Haben wir, glaube ich, nicht. Von daher gehen wir einfach so hinein. Okay, nur mit Tritten. Ne, könnte schwierig werden. What the hell machen die da? I don't know, ich will es glaube ich gar nicht wissen. Sonst noch jemand? Okay, ich sehe schon, wenn ich da jetzt das Teil öffne. Ernsthaft, er hat überlebt! Nee, nicht die Schlangen! Wow! Nur mit Treten, das wird unglaublich schwierig. Ja, nee, das wird doch nix. So viele Schlangen auf einen Streich. Oh Gott! Ja. Na, jetzt habe ich doch geschossen. Jetzt war ich selber zu spät. Was ist das hier Weirdes? Die Tauben wieder. Das ist halt eh schon zu spät, oder? Von daher. Okay. Ah, fuck. Die sind zu schwierig. Zu schwierig. What the hell? Okay, warte kurz, habe ich was übersehen, ne? Ah, da kam ein zweiter runter. Okay. Holy smokes. Ouch. Wow. Ernsthaft? Okay, wir dürfen am Anfang nicht stehen. Wegen dem Typen hier. Als ob der noch lebt. Okay, die haben wir alle. Die Schrotflinte ist leider leer. Okay.
Na, da war unser Feind. What the hell? That type is weird. Der Typ ist weird. Das sind irgendwie... Keine Ahnung. Soll ich sagen? Ernsthaft? Durch die Tür durch? Irgendwelche Experimente, die wohl... fehlgeschlagen sind? Sitzt er da auf dem Klo? Ja, nee, das wird so nix. Ohne Waffe wird das nix. Irgendjemand? Danke. Okay, alle dead. Was für ein Massaker! Junge, hat hier irgendwo noch ein Skelett? Okay, die habe ich nicht gesehen. Das ist mies. Okay, wir leben noch. Da waren noch Schlangen. Da waren noch Schlangen. Okay, gibt keine andere Waffe, schade. Da hoch kommen die, glaube ich, nicht. Okay, das war's. Junge. 80 Gegner. Einen haben wir übersehen. Naja, komm, so's. Level 13 und dann kommt schon der Bosskampf. Tentakeltanz. Innerhalb 1 Minute 10 ab. Töte 30 Schläge mit Klicken. Mal schauen. Das ist unser Feind. Von 60. Wieso sollte man darüber? Wow.
Ah, das... Halb. Okay, man hätte vielleicht treffen sollen. Hätte man eine Waffe und ich habe die andere Waffe weggeschmissen. Sehr schlau. Na gut, eigentlich kann man es gleich neu starten. Irgendwas übersehe ich doch sicher hier. Oh shit! Too fast to be furious. Okay. Ich verstehe schon, warum es schwierig ist. Mit 30 Gegnern mit. Nur noch Treppen zu töten! Weil die ganzen Tentakel natürlich im Gift schwimmen. Und dafür wäre wahrscheinlich die ganzen Energy Drinks da. Irgendwas übersehe ich sowieso, aber es ist okay. Okay, man muss die auch aktivieren, so gesehen, dass die wirkliche... Wieso kann ich über... Ich kann über das Gift laufen? Sag mir das doch mal einer. Okay. Ich habe ein paar Gegner übersehen. Okay, komm, wir machen es nochmal. Ich versuche das mit dem dritten. Wenn man übers Gift laufen kann, dann sollte es eigentlich einfacher sein, oder? Vielleicht auch, weil wir diese Jesus-Schuhe anhaben. I don't know. Möglicherweise. Wusste ich gar nicht, dass es möglich ist. Mit Schuhen. Und vielleicht haben wir nicht alle aktiviert, die eigentlich hätten vorkommen sollen. Deswegen ganz kurz mal hier durchlaufen. Sieht aber hier zumindest schon mal gut aus. Kurz warten. Rüber. Ich glaube, das Problem ist, dass man ziemlich schnell down geht halt. Man kann halt so gut wie nicht ausreichen. Ich glaube, das sind wirklich die Jesus-Schuhe, die uns das ermöglichen. Gibt's hier was zu trinken? Nope, da oben gibt's was.
Nochmal kurz hier schauen, alles gut. Shit, aber wir sollten das überleben. Ja gut, wenn der auf uns schießt, wenn wir wieder aufstehen, dann eh nicht. Okay. Drüben waren wir. Gibt's hier irgendwas? Nope. Aber es sieht gut aus, dass wir das schaffen mit den... Naja, gut. Mit den 30 Leuten stritten. So hat's da drüben Geländer? Weird. Mal schauen. Jetzt haben wir alle und 2 Sterne, sehr gut. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge von Angerfoot. Nächstes Mal geht's los mit dem Schlammbaron. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.